Sie kommt viel zu spät, sie hätte viel eher kommen müssen, dann wären solche kriminellen Sachen wie bei Ihnen mit Nüsslein, Sauter, Tandler-Clan, Strauß-Familie hing da, glaube ich, drin. Herr Hauptmann aus Thüringen, das waren kriminelle Mafia-Strukturen. Wie Sie sich hier wegducken, das ist klassisches Täterverhalten, klassisches Verhalten von Menschen, die auf frischer Tat ertappt worden sind. Jahrelang haben Sie das exekutiert, was Merkel und Ihr solchen Politbüro aus Ministerpräsidentenkonferenz Ihnen vorgegeben haben. Wahre Aufklärung in dieser Situation, in der Sie alle Dreck am Stecken haben. Sie haben alle überall Ministerpräsidenten, Sie regieren alle überall mit. Wahre Aufklärung gibt es nur in einer solchen Situation, gibt es nur mit und von der Alternative für Deutschland. Das müssen Sie wissen, das müssen die Deutschen draußen wissen. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Reden über die Strafbarkeit der unzulässigen Interessenausübung. Gemeint ist damit die Erweiterung der Strafbarkeit für Bestechung oder Bestechlichkeit von Mandatsträgern, salopp formuliert. Mandatsträger in Bund, Ländern, Europäischer Union und parlamentarischen Versammlungen. Warum das Ganze? Weil uns trickreiche Tricksereien von CDU und CSU-Mandatsträgern in den Tiefen der Corona-Krise, die schamlos die Krise in Deutschland ausgenutzt haben, auf diese Regelungslücke aufmerksam gemacht haben. Vor diesem Hintergrund, dass Sie als Betroffene hier reden, wundert mich nicht, Herr Heveling, dass Sie gleich nicht zustimmen. Da wird wahrscheinlich ein Geschäftsmodell von Ihnen und von Ihren Kollegen zerstört. Das muss aber sein heute. Also diese Verschärfung des Strafgesetzbuches muss sein. Sie kommt viel zu spät. Sie hätte viel eher kommen müssen. Dann wären solche kriminellen Sachen wie bei Ihnen mit Nüsslein, Sauter, Tandler-Clan, Strauß-Familie hing da, glaube ich, drin. Herr Hauptmann aus Thüringen, das waren kriminelle Mafia-Strukturen, die sich da in der CDU-CSU-Fraktion aufgetan haben. Wenn das Gesetz eher gekommen wäre, wäre das alles nicht passiert. Und Sie alle wissen ja auch, warum Sie das Gesetz nicht eher gemacht haben, weil Sie weiter vor sich hin wursteln wollten. Jetzt wurden Sie dabei ertappt, haben so ein Gesetz gemacht. Wir finden das ganz gut, deshalb stimmen wir natürlich auch zu. Wir werden ja nicht ertappt. Bei uns wird immer irgendwas behauptet, aber nie bewiesen. Bei Ihnen ist es bewiesen und Ihre Leute sind verurteilt. Das macht den Unterschied bei Ihnen aus. Wir wollten den Gesetzentwurf noch besser machen, dadurch, dass wir auch kommunale Mandatsträger einbeziehen. Sie haben es gerade auch bedauert. Da verstehe ich deshalb nicht, warum Sie im Ausschuss dagegen gestimmt haben. Heute reden Sie dafür. Auch eine komische Sache. Und der dritte Punkt, über den wir hier heute noch kurz am Rande sprechen, ist die Schlamperei beim Gesetzgebungsverfahren, weshalb wir noch so einen Änderungsantrag hinterhergeschoben haben von Ihnen. Also ein Gesetzentwurf, dem können wir zustimmen, aber der löst das Problem nicht. Es ist ja nicht immer so einfach wie bei SPD-Bürgermeistern und Oberbürgermeistern wie in Regensburg oder Oppenheim, die wegen Untreue, Bestechlichkeit angeklagt, teilweise verurteilt wurden. Oberbürgermeister der CSU in Ingolstadt beispielsweise hat ähnliche Probleme. Eine ehemalige Gesundheitssenatorin in Berlin steht unter dem Verdacht der Vorteilsannahme. Aserbaidschan Connection wurde erwähnt. Da haben CDU-CSU-Abgeordnete Bargeld eingesteckt und sich dann für Aserbaidschan stark gemacht. Das war alles schon strafbar. Das wurde auch Gott sei Dank geahndet. Und wenn ich mir die ganzen Sachen auf kommunaler Ebene anschaue, Herr Fechner, wundert mich auch nicht, warum Sie das nicht auf kommunale Mandatsträger ausdehnen wollen. Ja. Das wollen Sie nicht regeln. Sie wissen genau, warum. Aber Korruption in Deutschland, meine Damen und Herren, kommt anders daher. Die Zeit der Koffer mit Schwarzgeld ist vorbei. Die Korruption in Deutschland kommt auf Samtpfoten daher. Und ich sage Ihnen auch wie. Schauen Sie sich mal BioNTech an. Was war mit dem Kurs? Wer hatte Aktien, bevor der Impfstoff eingeführt wurde? 300 Millionen Euro Steuergelder an BioNTech, Milliarden Gewinne bei BioNTech. Nichts wurde zurückgezahlt. Philipp Amthor, der smarte CDUler, war dabei, Lobbyarbeit für Augustus Intelligence zu machen. Wir haben direkte Korruption, die sich nachweisen lässt. Wir haben dubiose Porsche-Mails der FDP. Wir haben dubiose Grußworte des FDP-Finanzministers Lindner. Wir haben den Greichen-Clan im Wirtschaftsministerium. Eine Hand wäscht die andere. Sie kennen doch den Witz. Die Mitarbeiterfeier im Wirtschaftsministerium ist eigentlich eine Familienfeier. Da kommt schon einer aus der Familie. Herzlich willkommen. Jennifer Morgan, Blitzeinbürgerung, plötzlich Staatssekretärin, vorher Greenpeace-Chefin. Herr Scheuer hat plötzlich einen neuen Job ausgerechnet in der Automobilindustrie und so weiter und so fort. Überall eine Hand wäscht die andere. Ich mache die Politik für dich und du stellst mich hinterher ein. Besonders tolles Beispiel ist übrigens Otto Wiesheu.
Ich weiß nicht, wer Otto Wiesheu noch kannte. Der war mal CSU-Generalsekretär, wurde wegen eines Verkehrsunfalls mit Todesfolge bei unter 2 Promille wurde er verurteilt. Danach wurde er Verkehrsminister in Bayern und danach ging es in den Vorstand der Deutschen Bahn. Das ist die Korruption, die bei Ihnen eine Rolle spielt, die politische Korruption. Und die Staatskonzerne, bei denen Sie dann Ihre Leute unterbringen, die sponsern dann Ihre Bundesparteitage. Da muss rangegangen werden an die richtige Korruption, an die politische Korruption. Ihre Redezeit ist vorbei, Herr Brandt. Dazu ist leider der Gesetzentwurf, den Sie heute vorlegen, nur ein kleiner Schritt, aber immerhin in die richtige Richtung. Heute ein Rückblick, wie einfach, wie klar, wie vernünftig war die Welt doch früher. Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat, und Vater eines Kindes ist unter anderem der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter eines Kindes verheiratet war oder die Vaterschaft anerkannt hat. So steht es seit ungefähr 120 Jahren, unverändert im Wesentlichen im bürgerlichen Gesetzbuch. Heutzutage sollen wir glauben, George Orwell lässt grüßen, jeder kann gebären, das Geschlecht ist frei wählbar. Also da muss ich sagen, ein Schritt zurück wäre ein Schritt nach vorne. Aber ein etwas anderes Thema, eine Gesetzeslücke sorgt für zigtausendfachen Missbrauch in Deutschland mit Milliardenkosten. Komischerweise interessiert das kaum jemand, meine Fraktion offenbar heute Abend auch nicht so sonderlich, aber es ist ganz, ich wollte das nur vorwegnehmen, bevor Sie sich darüber lustig machen. Bei uns sind nur die Betroffenen da, die das Thema auch angeht, meine Damen und Herren. Also bisher hat sich auch noch niemand ernsthaft um dieses Problem gekümmert. Das Problem lautet, deutsche Männer erkennen Vaterschaften für Kinder ausländischer Frauen an, die tatsächlich gar nicht die Kinder der Männer sind. Und für diese Anerkennung bekommen die Kinder und ihre ausländischen Mütter sowie weitere Verwandte aus Großfamilien das Aufenthaltsrecht in Deutschland und Sozialleistungen. Und der frisch gebackene und meist mittellose Scheinvater bekommt Tausende von Euro Cash Money, Cash in die Tasche, Bargeld. Und dem frisch gebackenen und wohlentlohnten Scheinvater ist es auch wurscht. Normalerweise ist ein Vater, der ein Kind anerkennt, unterhaltspflichtig und das Kind erbberechtigt. Dann sind sozusagen die Schattenseiten des Vaterdaseins. Aber dieser Scheinvater, dieser deutsche Scheinvater, ist meist mittellos und da gibt es eh nichts zu erben. Und der Staat, also die Steuerzahler letztendlich, übernehmen die Kosten, wie praktisch aus deren Sicht. Einige Aufmerksamkeit, und deshalb ist das Thema vielleicht auch doch ein bisschen präsent in der Öffentlichkeit, erhielt diese Konstellation durch den selbst sogenannten Mr. Cash Money, also übersetzt der Herr Bargeld, der Stand Februar 24 Kinder, insbesondere aus afrikanischen Ländern, anerkannt hatte. 24 Kinder hatte er anerkannt. Und keine deutsche Behörde schöpfte Verdacht. Man wurstelte blind nebeneinander her und dachte wohl, na, der schnackselt halt gerne und kümmerte sich also nicht weiter darum. Die Mütter, deren Kinder er anerkannt hat, stammen überwiegend aus Nigeria. Er selbst ist deutscher, afrikanischer Herkunft und ermöglichte mit diesen perfiden Tricks insgesamt 94 Personen ein Bleiberecht in Deutschland, kosten ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Euro pro Jahr, für diesen Einzelfall finanziert auch durch die Steuern und Abgaben der Bürger. Aber es ist ein Massenphänomen, meine Damen und Herren. Bereits 2017, neuere Zahlen gibt es leider nicht, man ahnt warum nicht, gingen offizielle Schätzungen von etwa 5.000 solcher Fälle aus. Inzwischen schätzen Experten die Fälle auf Zehntausende Fälle. Und es gibt tatsächlich massenhaft Auffälliges, was die Behörden offenbar gar nicht groß interessiert. Ein Mann mit 19 Kindern von 17 Frauen in Berlin, auffällig geworden. Ein Deutscher in Paraguay, der die Vaterschaft gleich für mehrere hundert Kinder anerkennen lassen wollte. Da hat es Gott sei Dank funktioniert. Er ist gescheitert. Jetzt denkt man sich, das ist ein neues Phänomen. Warum ist das so? Warum wird das debattiert? Das Phänomen ist nicht neu, es ist 20 Jahre alt, auch 20 Jahre bekannt. Frau versuchte, damals war die Justizministerin, die Frau Zypris, diesen Missbrauch einen Riegel vorzuschieben, bereits im Jahr 2008. Das scheiterte dann vor dem Bundesverfassungsgericht. 2017 legte die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen einen Gesetzentwurf vor, wurde aber auch nichts draus. Es tat sich also nichts, summiert Milliarden Schäden in Deutschland und von den immer schon Regierenden nur Lippenbekenntnisse und leere Versprechungen. Richtig und ernsthaft haben sie nichts gemacht und keinen Finger gerührt. Deshalb helfen wir gerne und legen nicht nur einen Antrag vor, der dieses Problem in die Öffentlichkeit bringen soll, sondern gleich einen Gesetzentwurf. Sie brauchen also nur zuzustimmen. Heute überweisen wir und dann demnächst können Sie gerne zustimmen. Die Ausländerbehörden werden nach unserem Gesetzentwurf immer
an Vaterschaftsanerkennungen beteiligt, wenn ein Elternteil nicht deutscher Herkunft ist. Denn das Problem bisher ist, dass die Behördenzuständigkeit auseinanderklafft. Auf der einen Seite die Standesämter, auf der anderen Seite die Ausländerbehörden, die offenbar untereinander wenig kommunizieren. Wir sagen, ab sofort muss die Ausländerbehörde beteiligt werden, die sich auskennt mit diesen Fällen, die da hinterstecken. Außerdem soll, anders als bisher, die Beweislast dafür, dass tatsächlich der Vater ist, bei demjenigen liegen, der anerkennen will. Das wird bisher auch alles sehr salopp gehandhabt. Wir haben gesagt, Beweislast umkehrt. Du musst beweisen durch eine DNA-Analyse, muss er aber nicht machen. Wenn er sie nicht macht, kann er allerdings kein Vater werden. Und mit Cash in die Tasche wird es dann auch nicht, meine Damen und Herren. Ja, die Anerkennung darf nicht missbraucht werden der Vaterschaften. Deshalb dieser Gesetzentwurf von uns. Wer das ändern will, wer auch hier den deutschen Steuerzahler entlasten will, wer denjenigen entlasten will, der Sozialabgaben zahlt, der stimmt unserem Gesetzentwurf. Sie kommen zum Ende, bitte. Ich habe kaum gegenteilige Zwischenrufe gehört, bin also so frohen Mutes wie noch nie, Sie dass unser Gesetzentwurf zum auf breite Zustimmung stößt. Dankeschön. Liebe Altparteien, es ist beschämend und erbärmlich, wie Sie sich hier wegducken. Das ist klassisches Täterverhalten, klassisches Verhalten von Menschen, die auf frischer Tat ertappt worden sind. Jahrelang haben Sie das exekutiert, was Merkel und Ihr solchen Politbüro aus Ministerpräsidentenkonferenz Ihnen vorgegeben haben. Jahrelang haben Sie Notstandsgesetze verabschiedet, jahrelang einen Ausnahmezustand verhängt. Sie haben jahrelang... Bitte? Ja, Sie haben... Ja, Sie haben jahrelang... Sie sind verantwortlich, jetzt haben Sie es aber geschafft. Jahrelang haben Sie geduldet, Vorteilsannahme und Korruption. Sie sind verantwortlich für millionenfachen Verfassungsbruch, tausendfache fahrlässige, wahrscheinlich vorsätzliche Körperverletzungen und Tötungen. Und Herr Lauterbach hat heute versucht, sich dafür zu entschuldigen. Sie sind dafür verantwortlich, dass jahrelang Inflammismus in Deutschland regiert wurde, mit radikalen Inflammisten an der Spitze, meine Damen und Herren. Deshalb wollen Sie nicht aufklären, Sie wollen vertuschen. Sie scheuen die Aufklärung wie der Teufel das Weihwasser oder wie die grünen Berufsabschlüsse oder Universitätsabschlüsse. Sie fordern jetzt hier Stuhlkreise, Sie wollen eine Räterepublik errichten, Sie wollen eine Sowjetrepublik errichten mit Bürgerräten, die verfassungswidrig und verfassungsfeindlich sind. Das ist Ihre Absicht. Wir sagen, eine Demokratie sieht dafür vor, einen Untersuchungsausschuss, den haben Sie abgelehnt, oder eine Enquetekommission. Und die strafrechtliche Aufarbeitung darf auch nicht zu spät kommen. Wir brauchen also einen Untersuchungsausschuss, hilfsweise eine Enquetekommission, wie sie ja von der FDP heute hier unterstützt wird. Wir brauchen ein Amnestiegesetz, um diejenigen wieder rechtlich zurückzuführen, die verurteilt wurden aufgrund von Notstandsgesetzen und willkürlichen Handhabungen in der Corona-Pandemie. Ein Amnestiegesetz werden wir in Kürze vorlegen, meine Damen und Herren. Wahre Aufklärung in dieser Situation, in der Sie alle Dreck am Stecken haben. Sie haben alle überall Ministerpräsidenten, Sie regieren alle überall mit. Wahre Aufklärung gibt es nur in einer solchen Situation, gibt es nur mit und von der Alternative für Deutschland. Das müssen Sie wissen, das müssen die Deutschen draußen wissen, das müssen die Bürger in unserem Lande wissen. Die Probleme sind allgemein lange bekannt. Die Justiz in Deutschland gilt als chronisch überlastet, exemplarischer genannt, dass bei den Staatsanwaltschaften etwa 850.000 offene Verfahren gemeldet sind, 28% mehr als 2021. Aktenstapel, genannt auch Gürteltiere, in den Staatsanwaltschaften sind eher der Regelfall. Nach offiziellen Angaben der Experten fehlen in Deutschland etwa 1.500 Strafrichter und Staatsanwälte. Diese Personallücke, verbunden mit erhöhtem Fallaufkommen, hat zur Folge, dass sich Strafverfahren immer weiter hinziehen. Der Geschäftsführer des Richterbundes hat darauf zutreffend hingewiesen, auf eine ausgelaugte Strafjustiz. Und nach seinen Worten droht eine Justiz nach Kassenlage, die Strafgesetze am Ende nur noch selektiv durchsetzen kann. Und das wäre Gift für den Rechtsstaat. Dieser Auffassung sind wir auch allgemein bekannt. Neben diesem Personalmangel, meine Damen und Herren, ist natürlich auch eine Überlastung, ein Grund für die Überlastung der Justiz, die eingehenden Fallzahlen. Und da hatten wir ja vor einigen Stunden eindrucksvoll die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik debattiert, nach der im vergangenen Jahr etwa 6 Millionen Straftaten begangen wurden und ungefähr 2,25 Millionen Strafverdächtige ermittelt worden sind. 41% davon Ausländer oder sogenannte Zuwanderer. Das heißt, ungefähr 2,5 Millionen Straftaten im vergangenen Jahr wurden durch ungefähr 1 Million Zuwanderer verübt. Zuwanderer, die vor kurzem noch begrüßt wurden mit "Wir schaffen das" mit Goldstücken und "Wir freuen uns auf
Veränderungen. Das heißt für uns, diese überwiegend jungen, männlichen, armen, ungebildeten und muslimisch geprägten Einwanderer, die sind ein Problem für die Justiz. Und das heißt für uns in der Konsequenz, ein bester Beitrag, ein sehr guter Beitrag zur Entlastung der Justiz wäre einfach bessere Grenzkontrollen und konsequente Abschiebung von Straftätern, insbesondere Mehrfachstraftätern und Intensivstraftätern. Und damit stehe ich nicht alleine, sondern der Innenminister von Sachsen hat das ja vor einigen Stunden hier von diesem Rednerpult ausgeführt. Das wäre eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, die Justiz zu entlassen, wäre, sich mal um die Ordnungswidrigkeitenmaßnahmen aus Corona-Zeiten zu kümmern, die immer noch zu Tausenden laufen, womit eine Akribie unbescholtene Freiheitskämpfer weiterhin verfolgt werden. Diese Verfahren einzustellen gegen die angeblichen Corona-Straftäter oder Corona-Demonstranten, das wäre ein Beitrag, die Justiz zu entlasten. Sie belasten die Justiz jedoch weiterhin durch Verschärfungen im Kampf gegen die Meinungsfreiheit. Meine Vorrednerin hat gerade dazu ausgeführt, angeblich digitale Gewalt soll bekämpft werden. Es wird eigentlich die Meinungsfreiheit im Netz bekämpft. Die haben dieses unsägliche Cannabis-Gesetz in die Welt gesetzt, was die Justiz über Monate extrem belasten wird, weil Tausende von Akten rausgeholt und neu bearbeitet werden müssen. Also sie machen genau das Gegenteil. So, das war alles allgemein bekannt, der Bundesregierung offenbar nicht. Und die hat sich dann gedacht, huch, wir müssen noch was auf die Tagesordnung dieses Plenums setzen. Und hat sich gedacht, irgendwie müssen wir jetzt Digitalisierung, kommt immer gut an. Wir zaubern mal so einen 76-seitigen Gesetzentwurf hervor und legen den einen Tag, zwei Tage vor Beginn des Plenums vor. Wir haben es durchgelesen und gedacht, gut, wenn da so viel Papier, ist ja auch fast ein Gürteltier, so viel Papier verarbeitet, schauen wir uns das mal im Detail an. Und es ist nicht mal ein Mäuschen, dass der Berg da gebar. Hybridaktenführung, also elektronische parallel zur Papieraktenführung, soll ab 2026 Standard werden. Wo da ein Fortschritt sein soll, weiß ich nicht. Schriftformerfordernisse sollen abgeschafft werden. Auch das führt zu mehr Belastung der Justiz, weil natürlich mehr Strafanzeige erstattet werden. Also genau das Gegenteil ist der Fall. Der völlige Quatsch ist dann, audiovisuelle Verhandlungen zu ermöglichen im Bereich von Revisionsverhandlungen im Strafrecht, wo sowieso die Wahrscheinlichkeit einer mündlichen Verhandlung, einer Hauptverhandlung wie ein Vierer mit Superzahl ist, sage ich mal, da wollen Sie einschränken, so ein bisschen rumdottern, das bringt alles nichts. Also zusammengefasst, jeder merkt, was Sie hier gemacht haben, ist ein Schnellschuss, ein undurchdachter Schnellschuss, der nicht zu einer sondern zu einer zusätzlichen Belastung der Justiz führen wird. Wir begleiten das Ganze dennoch trotzdem positiv, natürlich im Ausschuss, und sind gespannt, was am Ende dann rauskommt. Nach 75 Jahren Herrschaft der schon länger hier sitzen und überall Regierenden fiel der CDU-CSU-Fraktion auf, Mensch, wir müssen Bürokratie abbauen. Und dabei hatte man völlig vergessen, dass in den letzten 16 Jahren Merkel die Bürokratie, die Gesetze, die Verordnung, die Einzelnormen explosionsartig zugenommen haben. 16 Jahre Merkel war ja nicht nur 16 Jahre Merkel. 8 Jahre war die SPD dabei, 4 Jahre die FDP dabei. Also sie alle haben dafür gesorgt, dass der Bürokratieapparat in Deutschland noch aufgebaut, aufgebläht und die Belastung der Bürger noch höher wurde. Jetzt hat die Bundesregierung das Bürokratieentlastungsgesetz oder Paket 4 vorgelegt, wobei nicht mal die Pakete 1 bis 3 den Namen verdient hätten. Das war einfach, was da geschaffen wurde, war Bürokratieabbau, Bürokratie vom Feinsten. So wie man sich das in Deutschland vorstellt, mit Normenkontrollräten, die dann auch noch die Zuordnung gewechselt haben und so etwas. Und der Kollege Limbacher hatte ja schon darauf hingewiesen, CDU, CSU, Frau von der Leyen, 54% der Bürokratie, habe ich mal gelesen, kommen aus der Europäischen Union. Und da präsidiert ja nur mal jemand von Ihnen. Also rufen Sie die einfach mal an und sagen, stopp mal mit der Bürokratie, meine liebe Ursula, und die ganze Sache bekommen wir auch in Deutschland in den Griff. Da habe ich recht, oder? Dankeschön für die Zustimmung von links. Also, eigentlich eine vernünftige Idee, was Sie da machen, aber reine Schaufensterpolitik und one in and two out ist auch Quatsch, sage ich mal. Wenn man weiß, dass zu viele Gesetze da sind, kann man die abschaffen und braucht nicht diesen Unsinn für ein neues Gesetz, schaffe ich zwei ab. Schaffen Sie die beiden doch schon ab, wenn die sowieso überflüssig sind. Also, das ist doch gar kein Ansatz all bad out and only good in. Das wäre, glaube ich, mal ein Ansatz, wenn wir schon im Englischen bleiben, um in Deutschland die Bürokratie abzubauen. Bemerkenswert war bei der Anhörung, an der ich ja teilgenommen habe, dass der Vertreter des Handwerks, ich habe ihn gefragt, ja, auf welche Gesetze können Sie denn verzichten? Dem fiel gar keins ein. Er hat vorher noch die existenzbedrohende Bürokratie in Deutschland kritisiert. Und als man ihn dann gefragt hat, fiel ihm nichts ein. Wir als AfD, es wird Sie
nicht überraschen, haben Lösungen für eine rasche Entbürokratisierung, und zwar ganz viele. Ich versuche jetzt mal anzufangen, mal gucken, wie weit ich in meiner Zeit komme. Also wir fangen an mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Wir haben die Reform der Genfer Flüchtlingskonvention, heimatnahe Unterbringung von Flüchtlingen. NetzDG kann weg. Hinweisgeberschutzgesetz kann weg. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz kann weg. Gesetz über die Rechtsverhältnisse der parlamentarischen Staatssekretäre kann weg. Grundsteuer kann weg. Solidaritätszuschlag kann weg. Erbschafts- und Schenkungssteuer kann weg. Luftverkehrssteuergesetz kann weg. IPSAS-Rechnungslegung kann weg. Brennstoff-Emissionshandelsgesetz kann weg. Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung kann weg. Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung kann weg. Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern kann weg. Lieferketten-Sorgfaltsgesetz kann weg. Aufhebung der Trennung von Artikel 87a, 87b Bundeswehr und Beschaffung kann weg. Streichung der neuen Regelung für vereinfachte Entlastung von Soldaten kann weg. Umsetzung der EU-Arbeitszeitrichtlinie für Soldaten kann weg. Streichung der Zivilklausel in Universitäten kann nicht weg, soll ja gestrichen werden. Selbstbestimmungsgesetz kann weg, sollte gar nicht eingeführt werden. Demokratiefördergesetz brauchen wir auch nicht. Gesetz zur Beschaffung sauberer Fahrzeuge kann weg. Gesetz zur Bereitstellung flächendeckender Schnellladeinfrastruktur für reine Batterie-Elektrofahrzeuge kann weg. Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen kann weg, meine Damen und Herren. Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes kann weg. Energieeffizienzgesetz kann weg. Vierte Änderung des Chemikaliengesetzes kann weg. Giftregister brauchen wir nicht, Bürokratieabbau. Gesetz zur Kennzeichnung von Lebensmitteln und Haltungsformen der Tiere kann weg. Gesetz zur baulichen Anpassung von Tierhaltungsanlagen, Viehwirtschaft, massiver Stallumbau möglich, reduzieren. Gesetz zum Neustart und zur Digitalisierung der Energiewende kann weg. Heizungshammer, Messgeräte kann weg. Gesetz zur Umsetzung und Verringerung bestimmter Kunststoffe kann weg. Gesetz zur Änderung des Energiesicherheitsgesetzes kann weg. Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zusammen mit dem Klimaschutzsupportprogramm kann weg. Und wenn mir der Präsident jetzt hier nicht zu Recht natürlich ins Wort fallen würde, kann ich Ihnen noch viele, viele Seiten vorschlagen, was alles weg kann. Das wäre Bürokratieabbau vom Feinsten in Deutschland, meine Damen und Herren, und nicht dieses Klein-Klein, was Sie hier wieder an. Demokratische AfD-Fraktion, lieber Rest des Hauses. Frau Ortlieb, wir gehen da gar nicht so mit so wutschäumend hier ans Rednerpult und beschimpfen irgendjemand, so wie Sie das versucht haben zu tun. Wir wägen nur zwei Dinge ab. Auf der einen Seite unsere doch sehr, sehr gut ausgestatteten und besoldeten Vollzeitjobs, die wir als Abgeordnete verbringen. 11.200 brutto im Monat, ab dem 1.7. 5.000 Euro netto im Monat. Dazu drei finanzierte Büros in Berlin, Sachleistungen 12.000 Euro im Jahr, Mitarbeiterpauschale im Monat 26.000 Euro, freie Fahrt, erste Klasse Bundesbahn, bundesweit, Inlandsflüge, Fahrdienst in Berlin, hälftiger Zuschuss zur Krankenversicherung, Rentenansprüche verdienen wir, erdienen wir, bekommen wir pro Jahr Bundestag 280 Euro. Das heißt, weit über 1.000 Euro Rentenansprüche für vier Jahre Bundestag. Wenn ich aus dem Bundestag ausscheide, bekomme ich meine Brutto-Diäten weiter bis zu 18 Monaten, 11.200 Euro im Monat für nichts. Für nichts tun. Das müssen Sie den Leuten mal draußen erklären. Das ist also die eine Seite der Medaille. Das ist die eine Seite der Medaille. Dann sind wir auf der anderen Seite der Medaille. Das sind alles Fakten. Und ich weiß gar nicht, warum Sie bei diesen Fakten so ausflippen. Müssen sich mal darum kümmern. Auf der anderen Seite der Medaille steht dann, was wird hier an Sitzungswochen abgearbeitet? 52 Wochen hat das Jahr. Wir reden im Durchschnitt über 21 Sitzungswochen, also nicht mal die Hälfte, die Sie hier in Berlin verbringen wollen. Im konkreten Fall jetzt sprechen wir über 12 Sitzungswochen im ersten Halbjahr 2025. Das ist erklärbar, weil wir das zweite Halbjahr noch nicht abschätzen können, wegen der Bundestagswahl, die ja, wenn Sie sie stattfinden lassen, dann da stattfinden wird. Aber es ist ja nicht so, dass in Jahren der Bundestagswahl mehr Sitzungswochen im zweiten Halbjahr stattfinden. Wir werden also irgendwo bei unter 20 Sitzungswochen landen. Und dann guckt man sich mal an, wo sind keine Sitzungswochen? Das Jahr beginnt für Sie erst am 13. Januar. Karneval, Fasching, Reminiszenzen an die Bonner Republik, zwei Wochen Urlaub. Vor und nach Ostern sehen wir uns vier Wochen überhaupt nicht. Da machen wir mal vier Wochen Osterpause. Nach Pfingsten sehen wir uns zwei Wochen auch nicht. Mich stört's nicht. Sie stört es dann vielleicht.
Wir haben interessanterweise die Brückentage, 1. Mai, Himmelfahrt und Frohnleichnam sowie die Ferien in Berlin-Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Bayern eingepreist. Und jetzt erzählen Sie, Sie nutzen die Zeit, die Sie nicht in Berlin verbringen, gehen Sie in den Wahlkreis. Ich habe Ihnen gerade mal vorgelesen, Sie sind nur in Urlaubs- und Brückentagenwochen im Wahlkreis. Das heißt, Sie sind im Wahlkreis, wenn Ihre Wähler überhaupt nicht da sind. Und das ist doch sowas von durchschaubar, meine Damen und Herren. Werden Sie einfach so fleißig wie wir von der Alternative für Deutschland. Letztlich ist auch noch zu bedenken, die Regierung, die wir ja alle kontrollieren sollen, regiert, oder das, was sie dafür hält, 52 Wochen im Jahr. Und dann sollten wir doch sagen, okay, ein Großteil des Jahres kontrollieren wir mal, was die da tun, und begnügen uns damit, nicht nur einen Bruchteil des Jahres hier in Berlin zu verbringen. Deshalb unsere Bitte, 1-2 Sitzungswochen mehr. Wir haben keine konkrete Sitzungswoche genannt. Da haben Sie völlig recht, Frau Orlib, weil Sie von vornherein gesagt haben, das kommt nicht in Frage. Herr Brandner, Ihre Redezeit ist zu Ende. Ich muss sonst das Mikrofon abstellen. Denken Sie noch mal in sich, denken Sie noch mal drüber nach. Okay. Nicht so, dass es nichts zu bereden gibt. Dafür, dass es nichts zu bereden gibt, haben Sie alle ziemlich viel geredet und Verschwörungsmythen verbreitet, Herr Heveling. Wir sind nicht dagegen, einen Prozessbevollmächtigten zu stellen. Wir wollen einfach nur diese drei Fälle, die Gegenstand der Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht werden, hier mal ganz klar benennen. Bundeskanzler, Bundeswirtschaftsminister und Bundesfamilienministerin haben Machtmissbrauch betrieben, haben das Grundgesetz mit den Füßen getreten, Artikel 21 Absatz 1 des Grundgesetzes, die Chancen Gleichheit der Parteien. Wodurch? Dadurch, dass Sie als Regierungsmitglieder hier im Parlament eine Partei, die stark im Parlament vertreten ist, schlicht und ergreifend verunglimpft haben. Und das wirft einen Blick auf diesen Staat. Wäre ich Ernst Reuter, würde ich sagen, Völker der Welt, schaut auf diesen Staat. Was ist los hier in Deutschland? Die Regierung bekämpft aus den Ministerien heraus die Opposition. Sie wird unterdrückt, ausgeschlossen von tragenden Ämtern hier im Parlament. Vizepräsident, Ausschussvorsitzende, Sie brechen permanent das Recht. Sie hetzen 17 Geheimdienste auf die Oppositionspartei AfD, das Bundesamt für Verfassungsschutz und 16 Verfassungsschutzämter. Sie hetzen 17 Innenministerien auf die AfD, das Bundesinnenministerium und 16 in den Ländern. Das sind Tausende von Mitarbeitern. Milliarden werden verbraucht und rausgeführt, um eine Oppositionspartei zu bekämpfen. Das ist der Zustand in Deutschland. Die Regierung ruft auf, die Regierung, die uns hier verunglimpft, ruft auf draußen zu Protesten, zu Demonstrationen gegen die Opposition. Das sind totalitäre Züge, die dieser Staat inzwischen angenommen hat. Und das müssen die Menschen, die hoffentlich die Völker der Welt, die heute auf diesen Staat schauen, einmal mitbekommen. Das ist keine Vorzeigedemokratie. Das ist inzwischen ein totalitärer Staat geworden, in dem Machtmissbrauch von oben betrieben wird, um die einzige Oppositionskraft im Deutschen Bundestag zu bekämpfen. Überall zu bekämpfen. Und das Ganze haben wir mitbekommen, als noch Regierung und Geheimdienste und ihre komische Korrektivtruppe da zusammen, kollusiv zusammengearbeitet werden, Lügen erfunden haben, Verschwörungstheorien erfunden haben und das Ganze auch noch durch die von ihnen dominierten Medien nach draußen transportiert. Das ist erbärmlich. Und genauso erbärmlich ist der Vorwurf, der ja hier zur Debatte steht. Und da fährt ja der Vorwurf, fällt ja auf den Bundeskanzler zurück. Wir wären eine Partei Russlands, hat der Bundeskanzler gesagt. Wissen Sie, was gestern bei der Debatte um Taurus los war? Da hat die CDU dem Bundeskanzler vorgeworfen, er wäre ein Bundeskanzler Russland. So schnell geht das heute. Und ich will eins klar machen, wir sind keine Partei Russlands, wir sind eine Partei Deutschlands und eine Partei für die deutschen Bürger. Und das wissen die Menschen draußen ganz genau. Und dass wir eine Partei für Deutschland und für die deutschen Bürger sind, das unterscheidet uns von Ihnen ganz gewaltig. Vielen Dank. Ich will nur Ihre Aussage, dies sei ein totalitärer Staat, dahingehend kommentieren, dann lasse ich es auch. Die Tatsache, dass Sie eine solche Rede hier halten konnten, spricht dagegen, dass es ein totalitärer Staat ist. Fröhliche, liberale, geradlinige, deutschlandliebende Freunde der Alternative für Deutschland, liebe für das Gegenteil stehende deutsche demokratische Altfraktion und ultralinken Reste. Die Haushaltsdebatte neigt sich dem Ende zu. Es ist an mir ein paar weihevolle Worte noch zum Ende zu finden und die findet man. 4 Tage Haushaltsdebatte, 4 Tage Dauerwerbeschleife für die Alternative für Deutschland. Keine Rede ohne die Erwähnung meiner Partei. Auf der einen Seite das Heranwanzen der CDU-CSU-Fraktion an uns,
unsere Position, das war teilweise Werbung für uns. Auf der anderen Seite Beschimpfungen, Hatz- und Hess-Tiraden, Orwellsche Auswüchse auf der Seite der verblendeten hellbraunen Melange und der noch linkeren. Vielen Dank dafür. Ich glaube, jeder, der bisher noch nicht von der AfD überzeugt war, ist es nach dieser Haushaltsdebatte und vor allem nach der Rede von Michael Espendiller vorhin, meine Damen und Herren. Sie hatten auch recht, nie wieder. Nie wieder Einheitsparteien, nie wieder Einheitsfraktionen, nie wieder Einheitsmedien, nie wieder Sozialismus, nie wieder Staatsdemos, vor allem Sozialismus, keinen roten, keinen braunen und auch keinen grünen, aber auch keinen Staatsbankrott, meine Damen und Herren. Und dieser Staatsbankrott ist zum Greifen nahe. Das sagen nicht wir, das sagen der sogenannte Wirtschaftsminister Habeck und der Ostbeauftragte. Wir haben kein Geld mehr. Meine Damen und Herren, 2 Jahre Ampel, 2 Jahre FDP-Finanzminister, 2 Jahre Quartetto Infernale. Man kann auch von einer Viererbande auf der Regierungsbank reden, von Habeck, Scholz, Lindner und Baerbock. Und Sie haben unser Land ruiniert, Sie haben unser Land blamiert. In 2 Jahren haben Sie eine der größten Volkswirtschaften dieser Erde platt gemacht. Das dürfte historisch einmalig sein. Kein Geld mehr da, kein Geld mehr da, aber Geld doch zum Beispiel für das Bundespräsidentenschlösschen Bellevue, was für schlappe 500 Millionen Euro renoviert werden soll. Man gönnt sich für den Bundespräsidenten sogar 200 Millionen Euro für eine Übergangslösung. Wie viele Wohnungen könnte man dafür bauen, meine Damen und Herren? Und vor allem überlegen Sie mal, einen Bundespräsident, der Millionen Menschen draußen als Ratten bezeichnet. Alle die, die nicht seiner Meinung sind, sind Ratten. Und ich rufe ihm zu, lieber Herr Steinmeier, denken Sie drüber nach. Ratten, die ihre Bauexzesse finanzieren müssen, die finanzieren letztendlich ein Rattenloch. Herr Gysi, vielleicht stellen Sie mir auch eine Zwischenfrage, dass ich meine Redezeit verdoppeln kann. Ich wäre Ihnen dafür sehr verbunden. Wir reden mal wieder über riesengroße Extrawürste, meine Damen und Herren. Extrawürste für die beiden linken Resterampen hier im Parlament, die ja für eine Partei stehen, die Hunderttausende Reiche erschießen oder wahlweise in Arbeitslager sperren will. Darüber reden wir. Zum dritten Mal reden wir über diese Extrawürste. 2 Mal hatten wir bereits problematisiert, dass eine Extrawurst, ich muss das so salopp formulieren, hinter mir gerade sitzt, nämlich eine Vizepräsidentin, die auf Fraktionsticket gewählt worden ist und immer noch sich im Amt befindet. Wir hatten das 2 Mal hier thematisiert im Deutschen Bundestag. Und ich hatte mich noch gewundert, warum Sie alle sich dagegen gewehrt hatten, das überhaupt auf die Tagesordnung zu nehmen. Hören Sie sich mal in Ihren Fraktionen um. Wäre es zu einer geheimen Abstimmung über Frau Pau gekommen, wäre sie abgewählt worden. Das war der Grund, warum Sie beim letzten Mal sich vehement dagegen verweigert hatten, meine Damen und Herren. Heute geht es darum, welche parlamentarischen Rechte Linke, lustiges Wortspiel übrigens, ne, welche parlamentarischen Rechte die Linke haben möchte. Die Geschäftsordnung ist da eindeutig. Die Geschäftsordnung sagt so gut wie keine. Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings ein paar Zugeständnisse dazu gemacht. Was regen Sie sich denn so auf? Mein Gott, ich empfehle Ihnen gute Blutdrucksenkungsmittel. Werden Sie wieder zum Menschen hier und brüllen Sie nicht rum wie im Affenkäfig. Das muss doch wirklich nicht sein. Also, das Bundesverfassungsgericht hat dazu einige Zugeständnisse gemacht, aber das, was hier heute darüber hinaus beschlossen werden soll, das schlägt ihm fast den Boden aus und geht auch weit darüber hinaus. Warum gibt die SPD beispielsweise freiwillig Redezeit an die Linken ab? Neuer sozialistischer Einheitsbrei wahrscheinlich. Warum sollen die linken Gruppenführer Fraktionsvorsitzenden gleichgestellt werden? Warum ändert man nicht die Geschäftsordnung? Warum versagt man demokratiefeindlich uns als Fraktion seit 6 Jahren im Bundestagsvizepräsidenten? Warum versagt man demokratiefeindlich uns als Fraktion die Ausschussvorsitzenden? Warum montiert man, das muss man sich vorstellen, warum montiert man nach 20 Jahren den 14. Sitzplatz in der ersten Reihe ab, nur deshalb, damit wir keinen zweiten Sitzplatz dazu bekommen? Ist das nicht wie im Kindergarten? So geht bei Ihnen politische Arbeit, bei uns nicht. Und schauen Sie sich die Debatte an. Die Redezeit der Linken ist höher als von jeder Fraktion. Warum machen Sie das Ganze, meine Damen und Herren? Es gibt 2 Gründe dafür. Zum einen wollen Sie sich die linken Resterampen als Regierungsreserven erhalten. Alle wollen ja mit den Linken koalieren. Sie tun es teilweise schon. Herr Wanderwitz hat es für die CDU angesprochen. Sie alle denken sich, mit den Linken kann man vielleicht mal irgendwann weiterkommen. Und das müssen die Menschen draußen wissen. Egal wen Sie, außer der AfD, egal wen Sie bei den nächsten Wahlen wählen, Sie haben hundertprozentig die Grünen in der Regierung und wahrscheinlich auch die Linken. Die politischen Kräfte, die unser Land hassen und zerstören wollen, die wählen Sie mit jeder Stimme für die Altparteien. Wenn Sie tatsächlich einen Aufbruch in Deutschland wollen und demokratische Politik wollen, dann bleibt nur der Weg zur Alternative für Deutschland, den Gott sei Dank immer mehr Menschen finden. Meine Damen und Herren,
zusammengefasst lehnen wir diesen extra Wurstsalat für die Linken ab. Es ist wurstig gemacht, durchschaubar und undemokratisch. Vielen Dank. Politik im Fokus. Politik Highlights Breaking News. Politik im Fokus.